Energie wird immer teurer und ist nicht mehr unbegrenzt verfügbar. Daher wird es zunehmend wichtiger, sparsam zu sein. In unsanierten Altbauten lassen sich durch eine Verbesserung der Wärmedämmung große Mengen an Heizenergie und somit auch an Kosten einsparen. Dafür, dass man hierzu eine Innendämmung einsetzt, gibt es einige gute Gründe. Möglicherweise scheidet eine Außendämmung aus, weil zum Beispiel bauliche Veränderungen der Fassade nicht erlaubt sind oder es einfach das Budget überschreitet, das gesamte Gebäude von außen zu dämmen, oder es müssen lediglich Teile des Gebäudes bzw. einzelne Räume beheizt werden. Auch bei nicht durchgängig genutzten Innenräumen, wie zum Beispiel Versammlungs-, Sport- und Hobbyräumen oder Singlehaushalten, ist eine Innendämmung die beste Lösung. Sogenannte kapillaraktive Innendämmungen sind robuster und lassen sich wesentlich leichter installieren als herkömmliche Innendämmungen, da sie ohne innenliegende Folie als Dampfbremse oder Dampfsperre auskommen. Seit 2009 ist IcoTherm der Maßstab für kapillaraktive Innendämmungen, da hier auf einfache wie geniale Weise zwei hochspezialisierte Materialien zu einem perfekten System vereint werden. Ein Hochleistungswärmedämmstoff wird mit einem speziellen, stark saugfähigen mineralischen Mörtel kombiniert. Der plattenförmige Wärmedämmstoff wird in regelmäßigen Abständen perforiert und die durchgehenden Löcher werden werkseitig mit Mörtel verfüllt. So entsteht ein Kompositwerkstoff mit hoher Dämmwirkung und gleichzeitiger Kapillaraktivität ohne den Einsatz einer Dampfbremse. Entsteht in diesem System Kondensat, weil im Winter der Taupunkt unterschritten wird, oder dringt Schlagregen durch die Fassade ein, ist die Feuchtigkeit bei IcoTherm nicht hinter einer Folie gefangen, sondern wird über den Mörtel aus dem Wandquerschnitt schadensfrei wieder zurück an die Raumluft geleitet. Ein Putz auf der Innenseite dient der flächigen Verteilung der Feuchte, die von hier aus in den Raum verdunstet. Dieses bewährte System erfährt nun mit IcoTherm 2.0 ein Update, das noch einfacher und anwendungssicherer ist. Dabei werden aus den punktförmigen kapillaraktiven Bereichen streifenförmige Bereiche. Das Wirkprinzip bleibt gleich. Die Installation von IcoTherm 2.0 kann Wand für Wand oder auch nur an einzelnen Wänden vorgenommen werden. Im ersten Schritt werden alte Wandbeläge, wie zum Beispiel Tapeten, von der Wandoberfläche entfernt. Dann beginnt der Aufbau von IcoTherm 2.0. Zuerst wird auf dem Boden entlang der Wand ein sogenannter Randdämmstreifen verlegt, der für akustische Entkopplung zwischen Wand und Boden sorgt. Auf dem Randdämmstreifen wird mit Kelle oder Quast eine erste Mörtelschicht in etwa 1 mm Dicke aufgezogen. Danach erfolgt der gleiche Mörtelauftrag auf der Wandfläche. Welches Werkzeug benutzt wird, hängt von der Ebenheit des Untergrundes ab, da eine vollflächige Verklebung gewährleistet werden muss. Nun erfolgt das Einlegen einer ersten Reihe von IcoTherm 2.0 Dämmstreifen. Die Stöße der Dämmstreifen werden dabei nicht mit Mörtel versehen. Der Aufbau wird nun Schicht für Schicht wiederholt, wobei Kreuzfugen zwischen den Platten vermieden werden müssen. Ist die Wandfläche fertiggestellt, wird der Putz IcoTop oder der Spachtelputz IcoM Universal zweilagig mit Gewebeeinbettung aufgebracht. Dies ist notwendig, um Risse zu vermeiden und auf lange Sicht zu verhindern, dass sich die Fugenbereiche an der Oberfläche abzeichnen. Zusätzlich wirken beide Produkte Luftfeuchte regulierend und verbessern spürbar das Raumklima. Vorteile des IcoTherm 2.0 Systems: sehr gute Wärmedämmung. Es bildet sich sehr wenig Tauwasser, welches durch die gute Trockenleistung schnell und sicher wieder abgegeben werden kann. IcoTherm 2.0 ist dadurch ein sehr anwendungssicheres System. Die feuchte regulierende Deckschicht verbessert spürbar das Raumklima. Die Verarbeitung ist einfach und schnell. Es ist nicht nötig, ein ganzes Haus zu dämmen. IcoTherm 2.0 ist auch für einzelne Wände geeignet. Mehr Informationen auf www.remmers.com/iq-therm.